Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Project Cars. Und zwar, es geht weiter, wir sind immer noch in der Kartklasse. Nach dem ersten Part haben wir ja die erste Meisterschaft in dem Sinne gewonnen und jetzt geht's quasi weiter mit Kart One Championship. Mir ist auch aufgefallen, dass die Kamera nicht gespiegelt waren, vielleicht haben es auch ein paar in die Kommentare geschrieben. Das habe ich jetzt eben mal noch gemacht, das heißt, ich lenke jetzt auch in die Richtung, die ich fahre. Und wir starten mal das nächste Event, würde ich sagen. So. Okay, wir könnten aber eigentlich hier auf 3 Runden runtergehen. Genau, das machen wir jetzt mal. So, und teilnehmen. So machen wir das jetzt. So, und jetzt bin ich mal gespannt hier. 1,16 Kilometer, 17 Kurven. Dubai Kart rum. Dubai. Die Dubaianer müssen es immer übertreiben, wenn es um sowas geht. So, pass auf hier, fahren. Was mich wundert ist, es gibt gar keine Boxenstrategie wahrscheinlich für Kartrennen. It's the first round of the championship. There'll be a lot of newcomers, a lot of mistakes. Let's try and pull some points and make it a good one. Oh, das scheint ein ziemlich... Alter. Weg da! Weg da! Weg da! Oh Gott, was ist denn das jetzt? Das ist ein bisschen anderes Kart, habe ich das Gefühl? Oh Gott. Oh, ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren, glaube ich. Oh, da hat einer einen Staub hinterlassen hier. Das würde mich echt mal interessieren, ob ich jetzt hier auch... Ob ich jetzt... Scheiße, ob ich jetzt hier auch ein anderes Kart fahre oder wie das jetzt hier ist. Gerade bin ich mir nicht so sicher. So, wir sind schon mal 12 da, das ist super, da wollten wir hin. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir jetzt ein bisschen mehr aufpassen müssen mit der Lenkung hier. Mich würde mal interessieren, ob das ein anderes Kart ist oder ob das tatsächlich dasselbe ist. Weil irgendwie hat sich dieser Lenkeinschlag gerade drastisch verändert, obwohl ich nichts gemacht habe. Ich überlege gerade, ob ich nochmal neue, warte mal, wir können doch hier mal so ein Reset machen. Sitzung erneut starten, ja. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, dass das Kart ein anderes ist. Ich weiß es aber nicht, ich habe nicht geschaut. Wir probieren es einfach nochmal. Okay, the first race of the championship is on. Let's get out there, show that we mean business and dominate from start to finish. Mach einfach mal ein bisschen vorsichtiger. Ne? Die können ja eh nichts, die Jungs. Gott, diese eine Kurve da, ey, die macht mich echt. Die macht mich echt kürre. Ich glaube, hier so weiter runter wie in den dritten Gang brauchen wir gar nicht schalten. Habe ich das Gefühl. So, erste Runde. Very good first lap. Keep it up and let's control this from the front. Very good first lap, hat er gesagt. Na gut, glaubt man das mal. Bin zwar nicht so überzeugt, aber... Oh,
einmal hier gechillt wieder rum. Gott. So, jetzt haben wir uns eingefahren, würde ich sagen. Okay, das war's. Ziel, Leute. Erster Ring gewonnen. Sehr gut. Aber irgendwie scheint das ein anderes. Aber es ist 125 Shifter Card. Ist irgendwie noch dasselbe, aber irgendwie hat sich an der Fahreigenschaft komplett alles verändert. Na egal. So, zweites Rennen, weiter geht's. Yeah. So, fliegender Start. Get ready to roll, mate. I'll call the green. Alter, mit einer Kurve, wie fies ist das denn bitte? Oh Gott, da mal echt Glück gehabt gerade, dass wir da an den Reifen hängen geblieben sind. So, wie viele Runden haben wir jetzt? 5. Solid first lap there, mate. Keep focused. Let's string together some fast ones. Oh Gott, wir sollten echt nicht auf die Curbs fahren. Muss extrem aufpassen. Das Problem ist, dass ich immer die Kupplung drehen muss, wenn ich in den Rückwärtsgang will und dann wieder in den ersten Gang. Das ist echt buschblöd gemacht. Sonst den Rest kann ich hier mit den Schaltwippen machen, aber wir wollen ja natürlich logischerweise mit Handschaltung fahren. Alles andere ist lame. Echt schwierig auch mit dem Teil in die Spur zu halten. Das kann ich euch sagen. Das muss man echt selber ausprobiert haben. Das sieht vielleicht echt beknackt aus, wie ich hier fahre. Aber es ist schon sehr schwer. Na, was heißt sehr schwer? Es ist nicht sehr schwer, sonst wäre ich nicht Erster. Wenn es schwer wäre. Aber es ist komisch zu fahren irgendwie.
Great driving, mate. Pace is really good. We're building a nice gap to second place now. Keep up the good work. Echt zu gespannt, wenn wir dann einen neuen Vertrag kriegen und eine Klasse höher kommen, was wir dann als nächstes fahren. Also da bin ich echt schon gespannt drauf. Letzte Runde, Leute, letzte Runde. Stay focused and keep building the lead. Das meine ich eben, ne? Man muss diese scheiß Kupplung drehen. Das ist echt für'n Arsch, finde ich. So, jetzt haben wir es aber, glaube ich, gleich geschafft. Letzte Kurve, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, noch nicht ganz. Komm, so schlecht sind wir nicht gefahren. Also ganz ehrlich jetzt. So schlecht sind wir nicht gefahren. Schwierigkeitsgrad können wir theoretisch nochmal ein bisschen anpassen. Aktuell sind wir auf 60%. Meisterschaftstechnisch stehen wir auf Platz 1. Und zwar zweimal. Zweimal die beste Runde auch hingelegt. Das ist super, 30 Punkte haben wir bis jetzt. Zurück zur Karrierezentrale, würde ich sagen. Das ist der nächste Schritt. So, Kalender. Da ist das nächste Rennen. Und ich würde sagen, wir nehmen es mal, wir tasten uns langsam ran. Nehmen wir es mal auf 65%. Wir wollen ja auch ein bisschen, ne? Ein bisschen Wettkampf haben hier. Gar nicht gut die Strecke, 20 Kurven. Gar nicht gut. So, okay, wegen mir können wir starten. I'm ready to fly! So, Gang ist drin. Und wir rollen rückwärts. Sauber, sauber, sauber. Was macht der? So ein Idiot. Aber mit diesen Kürbis muss man so höllisch aufpassen, wenn man da drauf kommt. Man dreht sich einfach so ultra schnell. Man ist innen vorbeigemogelt. Unglaublich, wie schlecht das wieder war. Die Strecke ist aber auch hässlich. Wo sind denn die alle? Nicht mal blöd fragen da. War einer. Ist immer gut gehüpft, ne?
das verstehe ich nicht. Einmal geht der Rückwärtsgang rein, dann geht er wieder nicht rein. Check ich nicht. Letzter. Super. Das war Shit. Aber ist egal. Das nehmen wir mit, dann sind wir halt letzter. Guck mal, wir sind jetzt aktuell immer noch auf Platz 1. Punktgleichstand. Ist wurscht. Wenn wir mal letzter sind, sind wir halt mal letzter. Ich kann es auch nicht ändern. So ist das im Rennsport. Verdammt nochmal. Dafür müssen wir jetzt ja alles holen. Jetzt müssen wir ausweisen. Die Strecke ist aber kacke, ey. Mache ich denn nur? So, jetzt mal ein bisschen konzentrieren hier. Was macht der denn? Wieso driftet der denn da immer aufs Grün? War ein bisschen unfair von mir, aber so ist das. So bin ich. Das war die Retour. Alter, kotzt mich das an. Sinnlos. Also Kartfahren ist zum Kotzen. Muss ich ehrlich sagen. Fällt mir gar nicht. Ist egal, ziehen wir durch. Irgendwie werden wir uns eine Klasse höher kämpfen. Dann sind wir die schwulen Karts endlich los. So doof wie es jetzt klingt, aber da müssen wir jetzt durch. Aber sich halt nicht so wirklich zu lenken auf dem Grün. Ich immer denke, ich rutsche aus.
Ja, Leute, wie soll ich das sagen? Ne? So Platz 10 und Platz 11, Platz 12 und Platz 11 ist natürlich für die Gesamtmeisterschaft jetzt nicht der Burner. Wir sind aktuell auf Platz 3. Au, mit gut Rückstand, alter Schwede. Macht aber nichts. Die zweite Runde jetzt hier, die dritte Runde, da reißen wir richtig raus. So, mal gucken, ist das jetzt Runde 3 von 5? Ach so, da sind jetzt 5 insgesamt, okay. Ja, weiter geht's, würde ich sagen. Krass. Alter Schwede, hoffentlich hat das Kart von beiden Ende. Ich weiß nicht, wie viele Meisterschaften es beim Kart insgesamt gibt, aber ich denke fast, es kann auch sein, es gibt noch größere Karts oder es kommt da noch mehr, weil ich kann mir vorstellen, dass ein 125er Kart nicht das größte ist. Die Strecke kenne ich doch. Ja, die kennen wir. Ein bisschen hier driftet mit dem Ding. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Strecke vielleicht etwas feucht sogar ist. Wenn ich mir das Wetter anschaue, dann lässt es das vermuten auf jeden Fall. Da, ey. Schon wieder so eine Kackplatzierung hier. Mann. Jetzt sind wir schon nur noch 5 da. Ach, hör auf. So, komm, nächste Runde. Fliegen der Start. Selbe Strecke nochmal, oder? Alter Schwede, ey. Da gibt es immer wieder so eine Honks, die einen hier im Weg rumstehen. So, 5. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier noch was rausholen.
So, jetzt aber. Wir sind wieder dran, wir sind wieder dran, wir sind wieder dran. Zweiter. Zumindest Zweiter. Schauen wir mal, wie wir in der Gesamttabelle stehen. Dritter. Mit einem Punkt. Also Zweiten kann ich holen. Also müssen wir mal schauen. Zweiten können wir wirklich holen. Müssen wir mal gucken. Herzlichen Glückwunsch. Neue Einladung. Du hast den neuen Nachricht. Fahrernetzwerk aktualisiert. Posteingang. Was, wir würden gerne dazu einladen, bei Club Trophy Namen teilzunehmen. Das Event beginnt am 3.11. und es wäre großartig, wenn unser Team und Steuer präsentieren würdest. Okay. Okay, okay. Wie kann ich darauf eingehen? Warte mal, am 3.11. Muss ich jetzt mal ganz kurz schauen. Kalender. Welcher? 7.5. Ach du grüne Neune. Ach so, 3.11. ist ja Quark. Ich glaube, die schreiben das anders, ne? 11.3. Am 11.3. Das Event beginnt am 11.3. Wir haben 5.7. Ne, das kann aber auch nicht sein. Das verstehe ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich kann aber auch nicht. Kann aber auch nichts machen aktuell. Okay, ist egal. Aber ich würde sagen, hier beenden wir den Part erstmal. In der nächsten Runde oder im nächsten Part machen wir auf jeden Fall die Saison fertig. Das wird lustig und da bin ich gespannt, ob wir dann nochmal Kart fahren müssen oder ob wir vielleicht schon in eine Klasse aufsteigen. Kann ja auch sein. In diesem Sinne würde ich mich aber erstmal verabschieden. Danke fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Bis dahin. Tschüss, euer Maggie. Däumchen nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Na, tschüss.